Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Live-Stunde. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema die 10 häufigsten Fehler beim Gitarre lernen, spielen, üben, speziell für dich, wenn du noch relativ am Anfang bist, aber auch wenn du fortgeschritten bist, sicher die ein oder andere Idee, die du hier vielleicht mitnehmen kannst, zum Reflektieren, zum Verbessern, denn darum geht es. Wir wollen aus der Erfahrung der ganzen Generationen an Musikern, die vor uns das Instrument gelernt haben, das Beste mitnehmen. Ich glaube, diese 10 Punkte sind eine sehr gute Zusammenfassung, aber natürlich nicht eine komplexe Abhandlung dessen, was das Gitarrenspiel ausmacht. Aber wenn man diese 10 Punkte sich zu Herzen nimmt, wird man sicher die ein oder andere Sache an seinem Spiel, an seiner Herangehensweise, an das Gitarre spielen und lernen verbessern können. Und darum geht es. Am Ende habe ich noch jede Menge zusätzliche Gedanken zusammengefasst, die sicher für die ein oder andere Erheiterung sorgen werden. Aber wir sind live, deswegen sage ich jetzt erstmal Hallo an den Live-Chat hier, an euch alle. Ich wünsche euch jedenfalls viel, viel Spaß. Ich hoffe, dass alles gut ist, Bild und Ton. Und freue mich sehr, heute mit euch das durchzugehen. Ich bin von meiner Einstellung her nicht ein Mensch, der in Fehler denkt. Ich sehe das Ganze auch nicht unbedingt als Fehler, sondern eher als Erfahrungswert, den du im Grunde genommen gar nicht vermeiden kannst. Ich meine, all diese 10 Punkte sind, glaube ich, jedem Musiker schon mal begegnet, aber es, glaube ich, ist sehr interessant, mal darüber zu reflektieren, dass ihr so meine Gedanken dazu hört. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ja, herzlichen Dank. Bild und Ton ist gut. Super. Gut. Klasse. Also, ich lege gleich los und freue mich, wenn du dich natürlich im Nachhinein dann auch beteiligst. Und jetzt nicht nur im Chat, sondern nahe, wenn das Video fertig ist, dass du auch deine Erlebnisse mit uns teilst in den Kommentaren unter dem Video. Ja, ich weiß, ich bin live und es macht immer wieder Spaß, dann auch hier live das gleich zu kommentieren. Aber oft gehen diese Live-Chats in der Form ein bisschen unter, weil im Nachhinein lesen die Leute meistens nicht, was in den Chats war, sondern die lesen wirklich, was in den Kommentaren steht. Also, was heißt das nun? Warum beschäftigt man sich mit solch einem Thema? Ne? Denn das Erlernen des Gitarrenspiels ist ähnlich wie das Lernen von allen anderen Kunstformen, die es da draußen gibt. So sehe ich das. Und es gibt da nicht eine einzige, ich muss hier, während ich rede, noch ein paar Einstellungen machen, da ich ja in Eigenregie das alles immer für euch hier produziere und es ist halt live. Und deswegen hier kurz nochmal alles ins Fokus rücken, dass ich dann auch keine Idee dann auch verliere. Ne? Aber wie das so ist, wenn man in einer Materie drinsteckt, wie das Gitarrenspiel, und mich beschäftigt das Thema jetzt seit 40 Jahren, es ist unglaublich, wie schnell diese Zahl jetzt hochgeht. Man hat so das Gefühl, die ersten Jahre, die ziehen sich ewig hin. Man kann so viel lernen, so viel machen, so viel Freude und Spaß haben mit dem Gitarre spielen. Und je länger man das macht, umso mehr rückt der Fokus auf andere Dinge. Vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, das ich gleich in Erinnerung bringen möchte und damit auch gleich vorgreife auf das Finale. Es geht darum, Freude und Spaß zu haben an der Musik. Ja. Und diese unbewussten Dinge, die einem geschehen, weil einem die Erfahrung fehlt, das ist nichts Schlechtes. Ja. Denn jede Angewohnheit, die kann man sich auch wieder abtrainieren. Ja. Das Wichtigste ist jedoch, sich eine Gewohnheit erstmal bewusst zu werden und zu erkennen, dass es da etwas gibt, was man anders machen könnte. Okay? Und hier sind einige der häufigsten, ich würde sagen,
eine Top 10, die so allgemein ist, die ihr sicher auch im Internet noch finden werdet, wenn ihr recherchiert. Aber ich kann mich darauf verlassen. Und mein Punkt 1 beginnt tatsächlich mit der ersten Stufe deines Startens in diese Musikwelt. Und dieser Punkt Nummer 1 heißt, mit dem richtigen Equipment zu starten und direkt vorneweg das Equipment auf einen professionellerem Stand zu bringen. Also ein Setup zu erwerben, das es dir ermöglicht, einen guten Start hinzulegen. Sicher der eine oder andere die Ideen sagt, was, mir genügt doch die alte Klassik-Gitarre von meiner Oma, die da noch rumsteht. Ich fange mal auf der an und je schwerer es ist, umso besser. Wenn ich mich dadurch gearbeitet habe, dann kann ich auf dem besseren Equipment viel, viel leichter spielen. Ja, muss zugeben, ich hatte eine ähnliche Einstellung zu Beginn. Ich hatte die Möglichkeit, auf der Gitarre meines älteren Bruders zu spielen. Das war eine klassische Gitarre mit Nylonsaiten. Und mir war gar nicht bewusst, wie schwer sich dieses Instrument eigentlich gespielt hat. Und so das erste 1,5 Jahr, bevor ich meine erste selbst zusammengebastelte, also aus einem, ja, eine Kataloggitarre nannte ich die dann, ne? Zusammengebastelte Paula, die mit angeschraubtem Hals und sehr, sehr billig und günstig war. Und trotzdem ich dann auf der E-Gitarre plötzlich gemerkt habe, oh, das spielt sich aber um einiges leichter und einfacher wie auf der akustischen Gitarre. Also man hat so diese Grundeinstellung vielleicht, es geht mehreren so, ich will da nicht viel Geld ausgeben, was auch völlig okay ist. Und wenn ich nach ein paar Minuten des Spielens so die ersten Akkorde hier greife und das dann so richtig in den Fingern, ne, man braucht ja Hornhaut und so weiter, richtig wehtut, dann ist das richtig. Meine Erfahrung sagt da schon was anderes. Die Verbesserungen sind schneller, wenn du nicht zu schnell müde wirst. Und wenn du schon nach einer Viertelstunde hier richtig mit Anstrengung geübt hast und merkst, dass du platt bist, dann hörst du vielleicht viel, viel früher auf mit dem Üben. Und wie du sicher weißt, bedeutet mehr Übezeit eindeutig auch schnellere Verbesserung. So, das zu Punkt Nummer 1. Was dann geschah, alles änderte sich nach circa 3 Jahren, als ich zum ersten Mal eine sehr gut eingestellte Gitarre. Ja, gut, ich habe bei meinem Gitarrenlehrer natürlich immer wieder mal, wenn ich mich getraut habe, einmal oder zweimal pro Jahr eine seiner super eingestellten Gitarren in die Hand bekam, habe ich mich immer gewundert, boah, wie geht das denn, ne? Wieso ist die Pentatonik bei ihm so leicht zu spielen? Aber ich war 15, 16, da mir war schon irgendwo im Unterbewusstsein klar, dass das ein besseres Instrument ist als das, was ich habe, aber dass dieses Setup so viel ausmacht. Und als ich dann diese RG 550 von Ibanez Mitte der 80er Jahre in die Hände bekam, und das war dann meine erste Profi-Gitarre, die hat damals etwa um die 800 Mark gekostet. Die RG 550 von Ibanez ist eine Kultgitarre, mit der bin ich auch dann ja locker 6, 7 Jahre zurechtgekommen. Das war auch meine einzige Gitarre. Gleich dann mit dem Floyd Rose, also wirklich nicht einfach einzustellen, das Ganze. Und mein Gitarrenlehrer hat sie mir eingestellt. Und das war ein Unterschied, war wie Tag und Nacht. Diese Gitarre war plötzlich so leicht zu spielen, dass ich Stunden am Stück spielen konnte, ohne zu unterbrechen. Ich empfehle das nicht. Ich empfehle immer eine Viertelstunde üben, kurze Pause, die Finger erholen lassen. Und aber wenn man so jung ist, kann man das machen. Und das Wichtigste an diesem Setup und an dem besseren Instrument natürlich war, und das soll jeder für sich selbst entscheiden, heute bekommst du sehr günstige Instrumente für den kleinen Geldbeutel, war das dieser Profi, für mich war er der Profi, der meine Gitarre eingestellt hat. Und dieses Setup bedeutete
eine viel bessere Seitenlage, eine niedrigere Seitenlage. Der Seitenabstand zwischen Seite und Bund, das war fantastisch. Ne? Ich konnte plötzlich sch viel schneller spielen. Ich konnte Techniken ausüben, die ich vorher nicht konnte, wie beispielsweise, ne, dieses Tapping. Das war plötzlich viel, viel leichter. Legato. All diese Übungen fielen mir leichter, weil die Gitarre ein professionelles Setup bekommen hatte. Sehr oft haben heute auch noch brandneue Gitarren, vor allen Dingen Gitarren, die im günstigen Preissegment sind, immer noch zu hohe Seitenlagen. Ne? Selbst wenn die Gitarre optimal im Werk eingestellt war, durch den Transport bis in den Laden geliefert wird, ändert sich die Seitenlage durch Luftfeuchtigkeit und so weiter, Temperaturschwankungen. Und diese Umweltbedingungen haben eine Wirkung auf die Gitarre. Und wenn sie dann in deine Hände kommt, ein guter Gitarrenladen stellt die Gitarre vorher ein. Aber ein professionelles Setup ist etwas, was vielleicht mal dein Gitarrenlehrer für dich machen kann, wenn er schon sehr lange spielt. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Ich schaue mir ganz genau immer die Gitarren meiner Schüler an. Und wenn ich nicht weiterkomme im Helfen, empfehle ich dann zum Beispiel einen Gitarrenbauer. Und das ist ein kleiner Obolus, den man bezahlt. Bring die Gitarre hin. Wenn der ganz nett ist, lässt er dich auch zuschauen. Und du kannst sehr, sehr viel lernen dabei. Und ich würde vorschlagen, von Anbeginn an mit einem relativ gutem Instrument zu starten, brauchst du nicht viel Geld ausgeben. Ist im Bereich von 200 bis 300 €, findet man schon gute Gitarren. Und dann aber ein professionelles Setup. Das ist der richtige Start, ja? Um dann mit wenig Kraft und wenig Druck an das Instrument ranzugehen. Mehr in einem der nächsten Beispiele. So. Nächster Punkt. Punkt Nummer zwei, ich will jetzt nicht dauernd Fehler Nummer zwei und so weiter. Ne? Für mich sind das keine Fehler, sondern Hinweise, wie du das optimieren kannst. Also von Start weg, wenn du dir das Video jetzt zum ersten Mal anguckst und Anfänger bist, das wäre mein Tipp. Dann geht es los mit dem Gitarre lernen. Und hier ist dann die nächste Hürde, die die meisten haben. Wir alle haben diesen Fehler gemacht und in der heutigen Zeit, in der digitalen Zeit mit der unendlichen Vielfalt an Material ist dieser Fehler einer der am meisten gemachten, nämlich man versucht zu viel auf einmal zu lernen. Und auch eines der Beispiele, wo ich immer im Grundkurs, in dem 30-Tage-Kurs intensiv darauf eingehe, wo ich sage, bitte lass dir Zeit, lass dir mit dem ersten Tag des Beginnens deines Instrumentes, wo du deine ersten Akkorde lernst, so ein E-Dur. Mal auf den Clean Sound hier. Wo du nur das lernst. 2, 3, 4, 5, 6. 3 runter, 3 hoch. Die Saiten treffen möchtest. Und dann geht man da hoch motiviert ran. Und macht diesen Fehler, dass man viel zu schnell die Basics überspringt. Ja, man will zu viel auf einmal lernen, sagt, ja, ich habe doch mit dem Gitarrespiel angefangen, um, ne? Bestimmte Lieder zu lernen. Und das ist das, was ich will, was auch völlig okay ist. Aber ganz wichtig ist, du gehst so hoch motiviert ran, und überzeugt, dass du das schaffst. Und dann passiert genau das, du beschäftigst dich mit zu vielen Dingen auf einmal. Du guckst dir jeden Tag neues Material an, du springst von einem zum anderen und denkst, oh, das ganze Wissen, das ist so wichtig und ich muss das alles wissen, um Gitarre spielen zu können. Und dann findest du YouTube-Kanäle, die unfassbares Wissen verbreiten. Wo man dann wirklich auch denkt, oh, das ist ja Wahnsinn, was du alles lernen musst. Und das ist auch tatsächlich so, wenn man in die Tiefe der Materie einsteigt, was man aus diesen 12 Noten alles rausholen kann, ist unglaublich. Ja? Aber der Punkt ist der, Schritt für Schritt ist der Weg.
wie Laozi das vor 2.500 Jahren gesagt hat. Ein Weg über 1.000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und du kannst nicht vom ersten Schritt zum zehntausendsten Schritt springen. Oder wie Bruce Lee mal sagte, ich fürchte nicht den Mann, der einmal 10.000 Tritte geübt hat, ich fürchte den, der einen Tritt, also eine Sache, 10.000 Mal geübt hat. Und das ist sehr relevant für das Musizieren. Das heißt, besonders in der ersten Phase ist weniger mehr. Wenige Dinge sehr, sehr oft wiederholen und dem Versuch widerstehen, zu viel auf einmal zu lernen. Mehr dazu und im Detail, wie ich das dann auch zeige und was ich will, dass du dann in der Reihenfolge lernst, im 30-Tage-Kurs. Der ist immer noch sehr, sehr, sehr wichtig, sehr relevant. Und 30 Tage heißt nicht, dass du in 30 Tagen Gitarre spielen kannst. Das ist unmöglich. Du kannst in 30 Tagen deine sechs Grundakkorde und du kannst sie, wenn du fleißig jeden Tag deine halbe Stunde geübt hast, kannst du die mit ein, zwei Picking-Mustern spielen. Und dann geht es Schritt für Schritt. Dann kommen die ersten Rhythmen, die ersten Begleitrhythmen, die du dann auf der Gitarre lernst. Die beschäftigt sich mit den weiteren Grundakkorden. Und dann kommen schon die ersten Lieder. Aber das sind dann keine Lieder aus der Champions League, sondern das sind Lieder mit zwei, drei, vier Akkorden, nicht mehr. Und die dienen nur deiner Motivation, damit du dranbleibst und fleißig und diszipliniert genug bist, Schritt für Schritt weiterzugehen. Kommen wir gleich zu Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3 ist für mich, es wird mit zu viel Anstrengung geübt und gespielt. Meiner Erfahrung nach ist das wahrscheinlich einer der häufigsten Gitarrenfehler, den Anfänger machen, dass sie sich zu sehr anstrengen. Das bedingt natürlich dieses zu viel auf einmal wollen. Ist aber nicht nur bei Gitarristen. Also es ist bei im Grunde genommen jeder Musiker, alle, vom Schlagzeug, Keyboard, Bass, alle haben diese Schwierigkeit. Ne? Ich glaube doch, dass bei den Anfängern besonders häufig vorkommt, weil einige glauben, dass das Herunterdrücken der Saiten, siehe schwer zu spielende Gitarre, ein Akt der körperlichen Anstrengung sein sollte. Ne? Das kannst du definitiv jetzt sofort ein für alle Mal aus deinem Kopf streichen. Brauchst du nicht, ne? Die Wahrheit ist, dass diese physische Aktion des Spielens der Gitarre. Beginnen wir mal mit meinen klassischen Aufwärmübungen, die ihr, wenn ihr mich verfolgt, alle schon kennt. Die chromatische Spinne im fünften Bund. Im Idealfall, wenn du mich beobachtest, geschieht das mit völliger Entspannung, ob ich das jetzt so spiele. Quer durchs Griffbrett. Oder die Akkordtreppe übe. Diese Aktion oder einfach nur die Grundakkorde spiele, diese Aktionen oder Barres sollen ohne Anstrengung ausführbar sein. Kommen wir zurück zu professionell eingestellten Instrument. Und dann wird es für dich wesentlich leichter, auf diesem Instrument zu spielen. Okay? Ich meine, dass der physische Akt, die Finger auf die Saite zu legen, Saiten anzuschlagen, das soll nicht ein Workout im Fitnessstudio sein. Okay? Also alles, was du unter Druck, Spannung hier ausführst, erzeugt Schwierigkeiten. So das Hauptproblem liegt jedoch meist in der Positionierung der Finger wie auch der Hand. Auch da bitte ich dich, wenn du noch am Anfang bist, geh durch meinen 30-Tage-Grundkurs. Da kannst du dir aus allen möglichen Winkeln und in allen möglichen Erklärungen dir das genau nochmal anschauen, wie ich das erklärt habe. Die einzige wichtige Sache für dich, wenn du noch am Anfang bist, dass du dir merken musst, ist, dass deine Finger immer in der Nähe des Bundes, also direkt hinterm Bund, nicht auf dem Bund, dann kommt kein Ton raus. Und wenn du hier zum Beispiel im dritten Bund das mal ausprobierst, wenn du hier spielst, dann entsteht dieser Sound. Und je näher du an die Bünde rückst mit deinem Spiel, umso weniger Druck baust du auf, umso leichter ist es und umso klarer und vor allen Dingen länger klingt der Ton. Und das ist das, was wir wollen. Ne? Okay.
Okay, also direkt hinterm Bund, niemals direkt über dem Bunddraht drücken, nur leicht dahinter. Das ist der Punkt mit dem geringsten Druck, um einen schönen, sauberen Ton hinzubekommen. Okay? Und wie ich dir gezeigt habe, teste das mal, spiele hier hinter dem zweiten Bund und dann siehst du, oh, ich brauche viel Druck und es klingt nicht schön. Und dann, das gilt für Solospiel wie auch für Akkordgreifen. Dann gehst du hier in die Nähe des Bundes. Und beispielsweise ein schwieriger Griff ist C-Dur. Warum C-Dur schwierig ist, weil oft sehe ich das in Videos und Büchern, dass es so mit dem Daumen nach hinten und dann wird die Hand hier so hingelegt. Das ist dann nicht einfach, hier an die Bünde ranzukommen, weil einmal sind wir hier unten, wo der Hals sehr, die Bundabstände sehr breit sind. Und dann hier, direkt hinter dem Bund zu greifen, ist nicht einfach. Deswegen kannst du auch problemlos, ist völlig okay, den Daumen hier oben entspannt ablegen und die Finger so, wie du siehst, schief legen. Auch das erkläre ich nochmal im Grundkurs sehr detailliert. Und das ist eine ganz entspannte Handhaltung im Vergleich zu der hier. Oft sehe ich dann auch, wenn jemand Tonleitern spielt, dass er sich dann hier mit den Fingern extrem unter Druck setzt und mit viel Kraft spielt. Ne? Also alles sollte ohne Kraft stattfinden. Das ist also ganz wichtig, nicht mit Anstrengung üben und spielen. Gutes Setup haben. Ne? Das Gleiche ist auch, viele haben so Schwierigkeiten mit diesen Barré-Akkorden. Habe ich ein extra Video gedreht. Wenn du das suchst im Kanal, wirst du es finden. Schau dir das an. Und die Barré-Akkorde sind im Grunde genommen nicht schwieriger zu greifen wie die Grundakkorde. Das Problem ist, man wendet zu viel Druck an, weil die Akkorde am Anfang noch nicht klingen. Aber wenn du dir dieses Video von mir anschaust, ich weiß, ich motiviere dich jetzt weiterzuarbeiten, zu recherchieren. Und wenn du das nicht brauchst, dann brauchst du dann, wenn du Barré-Akkorde kannst, dann kannst du das lassen. Aber wenn du es nicht kannst, schau dir bitte das Video an. Dort erkläre ich im Detail, wie wichtig diese Barré-Akkorde sind und wie leicht sie auf einer gut eingestellten Gitarre zu spielen sind. Ja? Denk mal zum Beispiel an diesen Song. Alles Barré-Akkorde. Ne? Und wenn du das 5 Minuten oder 6 Minuten spielen möchtest und hier mit Kraft es ausführst, dann gehst du platt. Also anstatt mit mehr Druck auszuüben, mit der Zeit wirst du deine Fingerposition so verändern, damit du einen leichten und mühelosen Anschlag erreichst. Punkt Nummer 4 ist, hat auch jeder von uns schon gemacht oder macht diesen Fehler zu wenig, das Üben ohne eine Rhythmusbegleitung, entweder Metronom oder Schlagzeug. Ja. Das Metronom ist einfach das wichtigste Übungswerkzeug, das du im Grunde genommen gerade zu Beginn jemals haben wirst. Heute ist es super leicht, wenn du einfach nur in einem App Store zum Beispiel Metronom eingibst, bekommst du wahrscheinlich sofort ein Dutzend Apps mit Metronom auf deinem Mobilfunktelefon oder auf deinem Tablet. Du kannst im Internet einfach suchen und Metronom eingeben und dann findest du digitale Metronome. Ich habe hier ein Metronom, das ich hier sehr, sehr gerne verwende und das hat ein Schlagzeug. Ich kann es euch ja kurz. Das kostet nichts, das heißt Metronom Plus. Das kannst du googeln und das kannst du ja rhythmisch einstellen. Und es hat diesen Sound. So, ich muss mal kurz die Soundkarte umstellen. Ich arbeite immer mit zwei Soundkarten hier. Ich gehe jetzt mal kurz auf den Helix und dann hörst du das, hoffe ich gleich. Ich muss es neu starten. Ne? Klassisch, die Soundkarte zwingt mich dazu, kurz das neu zu starten, das System, aber das macht ja nichts. Ja, das ist halt live. Okay. So, Task beenden. Starte das neu.
kurzen Augenblick noch bitte. Das Metronom. Jawohl, wo ist es? Da ist es. Und das ist, dann klingt das so. Ja, mach es ein bisschen lauter, dass du es hören kannst. Vierteltakt, du kannst dann auf 6/8 gehen. Schön langsam. So. Und dann hast du auch noch. Und du gehst auf den Viervierteltakt und übst. Machst ein höheres Tempo rein und. Übst deine Pentatoniken und so weiter. So, wenn du dich von Anfang an daran gewöhnst, mit Metronom oder Schlagzeug zu üben, das zwingt dich dazu, beim Üben erstmal präziser und langsamer zu werden. Ja? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Tempo 80 gehe, 4 Vierteltakt, das einschalte. 2, 3, 4 und. Ich muss genau spielen. Und es hilft mir zum Beispiel. Natürliches Rhythmusgefühl auch zu entwickeln. Ne? Natürlich kannst du, um es einfach zu sagen, das Metronom gibt dir ein klares Feedback über den Fortschritt deines Übens. Ja. Ob du jetzt nur Grundakkorde wechselst, ganz einfach, auf dem Tempo und 1, 2, 3, 4 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 oder. Ja, wahnsinnig, ja. Es wirkt natürlich ganz wichtig dem entgegen, dass du unbewusst schneller wirst. Und das ist etwas, was fast alle, nicht nur Anfänger, sondern auch Fortgeschrittene, es ist immer einfach zu sagen, dass du langsam üben sollst. Aber die meisten, die ein Instrument spielen, neigen dazu, einen Song langsam zu üben und dann unbewusst schneller zu werden, wenn sie sich nicht kontrollieren über ein Schlagzeug oder ein Metronom. Ja? Und oft ist es so, ich habe das live erlebt, das ist, wenn du es live erlebst mit der Band, ist das etwas ganz, ganz Unangenehmes. Du beginnst einen Song und nach 4 Minuten ist der Song bei 20-30% mehr. Und das habe ich im Live-Spielen des Öfteren erlebt. Und das ist etwas für mich als ja, Präzisionsfanatiker. Ich will das unbedingt sehr genau spielen. Ist es fast unerträglich, wenn plötzlich die Rhythmusgruppe anzieht. Ne? Und das ist dann ganz wichtig, vielleicht einen Schlagzeuger zu haben, der einen Klick im Ohr hat und sich an diesen Klick orientiert. Das hilft enorm. Ja?
Also, es ist so, bei uns Gitarristen werden Menschen es nicht merken, wenn du mal zwei Takte auslässt. Ja? Aber wenn das Schlagzeug mal in einem Lied für zwei Takte aussetzt, dann wirst du das allgemein sehr als unangenehm empfinden und das sofort bemerken. Okay? Also, das endgültige Ergebnis mit einem Metronom zu spielen, ist, so ein Metronom zum Grooven zu bringen. Ja? Mal auf dem Tempo, so. Aber langsames Tempo, so ein bisschen. So der Punkt dann, wenn du das erreicht hast, dieses gibt dir ein ganz wunderbares Gefühl, wenn du jedoch von Anfang an konsequent das Metronom benutzt, nur dann wirst du über diesen klaren Indikator, ob du zu schnell oder zu langsam wirst, dieses Gefühl auch entwickeln können. Okay? Also von Anfang an viel üben mit Metronom, mit den Tempi, die dich ganz bewusst befähigen, das richtig zu spielen. Okay? Und dann kommt gleich mein nächster Punkt, Punkt 5, der natürlich, ihr seht schon, ein Punkt baut auf den anderen auf. Ja? Also, Problem Nummer 5 ist das Streben nach Schnelligkeit vor Genauigkeit. Okay? Und da ist wirklich das Metronom wieder das, was sehr, sehr hilft. Okay? Es ist wirklich ein sehr, sehr häufiger Fehler, gerade wenn man noch am Anfang ist. Man will schneller das Instrument spielen, man will nicht so viel Zeit damit verbringen und vernachlässigt etwas ganz Entscheidendes, nämlich macht einen Riesenfehler, man vernachlässigt die Genauigkeit. Ne? Also zu versuchen, einen Song mit 100% zu spielen, nachdem du gelernt hast, wo die richtigen Töne sind, führt oft dazu, dass du sehr schlechte Gewohnheiten entwickelst. Also. Solltest, wenn du ein neues Lied lernst oder einen neuen Riff oder ein Lick, diese Sache zumindestens erstmal lernen, ohne Fehler bei 50% zu spielen vom Originaltempo. Also ganz langsame Ballade ist, dann kannst du auf 60, 70% hochgehen. Aber 50% ist Minimum. Manchmal gehe ich auf 30% runter, wenn ich einen Lauf lerne. Ich denke da zum Beispiel an den Lick von Crossroads. Dieser Lauf von, also dieser Lick, der im Grunde genommen das Lied einleitet von Eric Clapton, den habe ich dann so geübt. Metronom. Und dann prägt sich das ein, denn bei diesem langsameren Tempo kannst du dich viel besser konzentrieren und sicherstellen, dass deine Spieltechnik stimmt. Anstatt direkt von Anfang an zu sagen, das ist aber ein Lied, das muss doch schnell gehen. Nein, es wird so nicht funktionieren. Du wirst zwar es mit voller Geschwindigkeit spielen wollen, aber du wirst eine unsaubere Technik in der Ausführung dann haben und auf Dauer auch entwickeln. Also eine sehr wichtige Sache, die du merken solltest, dass Übung, nur Übung, die Dinge dauerhaft macht. Wenn du eine unsaubere Technik übst, auch wenn du es unbewusst machst, wird daraus auf Dauer eine unsaubere Technik resultieren. Okay? Also diese super Technik oder die Meister haben da eine fast perfekte Technik, entsteht nur, wenn du bereit bist, auf langsamen Geschwindigkeiten das Ganze fehlerfrei zu lernen. Okay? Das war ein ganz wichtiger Punkt für mich. Das Streben nach Schnelligkeit vor Genauigkeit, das solltest du immer bleiben lassen. Es wird nicht funktionieren, aber ich bin mir ganz sicher, wenig von dem, was ich euch heute sage, ist in irgendeiner Form wirklich neu. Instinktiv und intuitiv
weiß jeder von euch, dass das genau die Punkte sind, die uns alle betreffen. Okay? Kommen wir auf den nächsten Punkt, Nummer 6. Wenig oder gar keine Musiktheorie lernen. Ne? Das ist so ein bisschen eine merkwürdige Geschichte, aber viele machen das. Warum? Weil es auf der Gitarre auch wesentlich einfacher ist, ohne Musiktheorie auszukommen. Okay, man will ja nur Spaß haben. Die meisten wollen tatsächlich die Gitarre lernen und das ist auch okay, um selber Spaß mit dem Instrument zu haben. Das ist auch Kriterium Nummer 1 und das möchte ich niemand ausreden. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja? Den Spaß am Instrument, den Spaß dann mit anderen teilen und dann sein Leben lang Freude daran haben. Aber es ist ein merkwürdiger Fehler. Die Leute erzählen mir, dass sie es vermeiden, Musiktheorie zu lernen, weil sie Angst haben, dass sich das auf ihre Authentizität, auf ihren Sound auswirkt, ja, und sie vielleicht dann anfangen, viel zu sehr nachzudenken über das, was sie spielen und viel technischer werden. Legitime Gedanken. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Leute es meistens vermeiden, Musiktheorie zu lernen, weil einige der Konzepte, wenn man da tiefer reinsteigt, ziemlich schwierig und vor allen Dingen im Vergleich zum Spaß auf dem Instrument noch langweilig sein können. Und es dann schwierig ist, die Geduld zu finden, sich hinzusetzen und zu versuchen, diese Konzepte zu verstehen. Ja. Und dann merkt man ganz schnell, das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Es macht ja schließlich viel mehr Spaß, Musik zu spielen, als über Musik zu lesen. Kann ganz schnell äußerst langweilig sein und dann lässt man die Musiktheorie schleifen. Okay? Jedoch wird das Lernen von diesem zumindest dem grundtheoretischen Wissen dein Verständnis von Musik als Anfänger oder Fortgeschrittener beschleunigen. Der Sinn ist zu erklären, wie und warum später dann bestimmte Akkorde, ja, beispielsweise, schön klingen. Ne? In einer Folge. Warum wir zum Beispiel über die Terz eines Akkordes einen sehr, sehr schönen Klang erzeugen können. Also, es geht nicht darum, hier blind was auswendig zu lernen, wie man das früher vielleicht zu Beginn des Matheunterrichts in der Schule gemacht hat. Aber mit der Zeit kann man erkennen, warum die Zusammenhänge zwischen Akkorden und einzelnen Noten so schön oder so unschön klingen können. Ne? Und ohne sie lernen wir auf Dauer nur Akkordfolgen und Tonleiterformen auswendig. Das ist okay. Die Grundakkorde auswendig ist ganz wichtig. Die Grundtonleitern auswendig können, sehr wichtig. Und dann sich mit den theoretischen Grundlagen beschäftigen. Ne? Eine gute Analogie ist, wie aus der Sprache, wenn du die Sprache lernst. Musik ist eine Sprache und wenn du einfach nur Wörter und Sätze auswendig lernst, anstatt des grundlegenden Satzbaus zu verstehen, wirst du nicht in der Lage sein, deine Gedanken und Ideen präzise und kohärent auszudrücken. Du wirst wirklich nur in der Lage sein, die Dinge ja so ein bisschen wiederzugeben und wiederzukauen, was du von anderen Leuten gehört hast. Okay? Also das ist die Entwicklung. Mehr möchte ich da nicht drauf eingehen, weil es natürlich sehr komplexes Thema ist. Also nicht vernachlässigen. Immer wieder einbauen. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Zu sehr, das betrifft wieder das Üben, zu sehr, das ist das andere Extrem, mit Perfektion beschäftigt zu sein. Auf der einen Seite machen wir den Fehler, dass wir zu schnell werden wollen. Und auf der anderen Seite, das andere Extrem ist natürlich, dass wir erst dann uns trauen, was an den Mann zu bringen, wenn es perfekt ist. Ne? Und da möchte ich dazu sagen, nur Maschinen, und da muss ich immer an Charlie Chaplins Rede denken, die er in der kleine Diktator gehalten hat. We are machine man in a machine world. Ah, nee, Maschinen können Musik perfekt spielen und selbst dann würdest du lieber einem Menschen zuhören, der Klavier spielt, denke ich. Oder keinem automatisch ablaufenden Klavier. Das ist auf Dauer extrem langweilig. Also denn was den Mensch und die menschliche Musik so einzigartig macht, sind eben die Ungereimtheiten, die kleinen Macken, die der Musiker hat, die wir aufschnappen und die uns definieren. Das ist der Grund, warum jeder so anders klingt als der andere. Warum ein Stevie, ne, mit seiner Energie
anders klingt wie jemand, der so spielt. Wobei er das auch konnte. Und so weiter. Ne? Und das macht uns halt einzigartig. Ne? Und oft sind wir in dieser Erwartungshaltung, Mensch, mein Spiel, bevor ich überhaupt mal rausgehe oder mich hinter der Gitarre, wir verstecken uns hinter dem Instrument und warten 3, 4 Jahre, bevor wir überhaupt unseren Familien oder Freunden mal was vorspielen. Ne? Und oft sind wir dann bei diesen Auftritten so sehr damit beschäftigt, perfekt zu spielen, dass alles verspannt und wir erst recht diesem Anspruch nicht gerecht werden. Denn wenn unser Geist durch den Druck, perfekt zu spielen, eingeschränkt ist, wird auch unser Körper eingeschränkt sein. Diese Unfähigkeit, den Geist zu befreien, führt dann dazu, dass du dich beim Spielen nicht mehr frei bewegen kannst. Das ist ja das, was uns zum Beispiel an Jimi Hendrix so gefällt. In seiner Spielweise und warum die Spielweise von Jimi nach 50, 60 Jahren immer noch so frisch ist. Weil er war ein Freigeist. Er hat wirklich sich nicht nur frei gespielt, er hat frei sich bewegt. Er hat die Gitarre hinter dem Kopf, er hat sie hinterm Rücken gespielt, er hat sie war dauernd in Bewegung und hat wirklich eine Wahnsinns-Freiheit auf dem Instrument genossen. Und deswegen klingt es auch immer noch so gut. Ist es auch noch nicht schon passiert? Mir ist es passiert, dass bei Auftritten, die besonders wichtig waren, ich gar nicht so gut gespielt habe, weil ich mich selbst unter diesen Zwang der Perfektion gesetzt habe. Ne? Und ich dann zum Beispiel zu Hause vor Freunden ganz, ganz frei und locker gespielt habe. Ich kann mich an meinen ersten Live-Gig erinnern. Das war ein 18. Geburtstag. Nee, 16. Quatsch, 18. war ich da schon viel weiter. 16 oder 15. Es waren 15. oder 16. Geburtstag und wir hatten nur 11 Songs. Und diese 11 Songs, die haben wir mit einem Herzen, mit einer Liebe vorgetragen und ohne Druck. Und die kamen, das kam dann so gut an, dass wir sie nochmal wiederholen mussten, weil wir nicht mehr Lieder hatten. Ja? Im Umkehrschluss ist Mastery, das ist oft, was man hört bei den Amerikanern. Ja, natürlich will man einen Punkt erreichen, wo man effortless, also ohne Anstrengung, ja, spielen kann. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass du diesen Anspruch an dich reduzieren solltest. Ja. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Wenn du übst, dann konzentriere dich darauf. Wenn du übst, dann konzentriere dich darauf, alles so perfekt und genau und langsam wie möglich und nötig zu üben. Wenn du jedoch vorspielst, wenn du performst, spielt es keine Rolle mehr, ob du perfekt bist oder nicht. Schalte deinen inneren Kritiker aus und spiele einfach, okay? Ganz wichtig, diesen Anspruch in Balance zu bringen. Nächster Punkt, der für mich auch sehr wichtig ist, ist das Üben und Spielen auf der Gitarre. Meistens betrifft es eher das Üben mit einem Sound, der nicht passt. Ja? Ich weiß, es hört sich super an, wenn du mit vollem Hall, ne? Hall und ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber mit vollem Einsatz von mit Delays und dann vielleicht noch ein paar Effekte hinzufügst. Spaß hier ein bisschen mit Delays und Hall und Chorus drauf, ne? Aber das ist nicht gut, wenn du übst. Ich weiß, das gleiche gilt auch für zu viel Verzerrung. Du solltest natürlich auch mit verzerrten Sounds üben, spricht überhaupt nichts dagegen, wenn du gewisse Dinge erreichen möchtest, nämlich im Solo-Bereich, ne? Dass du wenn du so etwas übst, es macht dann keinen Sinn, das mit einem Clean Sound zu üben, ne? Weil du musst ja auch lernen, diesen Sound zu beherrschen.
Also deswegen teile bitte deine Überstunden ein in 50% mit eingeschalteten Effekten und andere 50% mit völlig ausgeschalteten Effekten, vielleicht einen leichten Hall drauf. Es soll ja auch Spaß machen, wie es klingt. Und dann bitte die Tonleitern, wenn du so etwas übst. So, dass man alles hört. Wenn das verzerrt spiele, das ist okay. Mach noch mehr Verzerrung rein. Geht noch, weil ich muss auch lernen, das unter Kontrolle zu halten. Also die Idee ist die, um deine Technik sauber beurteilen zu können, was du übst. Ne? Nehmen wir mal wieder dieses Pattern, was ich euch gezeigt habe vor ein paar Wochen, dieses schnellste Pattern aller Zeiten, ne, von Paul Gilbert. Und ich habe jetzt keinen Effekt an, das ist nur der Amp, der leicht verzerrt. Ne? So kann ich präzise hören, was ich mache. Und so kann ich dann ganz, ganz sauber üben. Manche machen auch den Fehler zum Beispiel, dass sie den Sound zu abdämpfen. Ne? Presence, Treble, alles rausnehmen und sich an so eine Spielweise mit dem falschen Sound aneignen. Und dann, wenn sie zum ersten Mal in der Band spielen, dann merken sie plötzlich, man hört mich ja gar nicht. Man hört mich nie. Was ist denn los? Ja? Und der Grund ist ganz einfach. In dem Augenblick, wo du in der Band spielst, klaut dir das Schlagzeug mit den Zimbel alle Höhen. Also gut wie alle Höhen sind dann weg. Das heißt, du musst Treble und Presence reindrehen, damit man dich hört. Ja? Das gleiche ist der Sänger, wenn er ganz hoch singt, nimmt er dir auch hohe Frequenzen weg. Wenn der Bass ein Fünfseiter spielt, dann hört man deine Riffs nicht mehr. Ne? Weil die Bässe plötzlich nicht mehr dir gehören, sie gehören dem Bass. Und so ist es zu lernen, zu üben und live zu spielen mit dem richtigen Sound, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes. Also recherchiere und jetzt kommt der Punkt. Also bitte übe nicht mit zu viel Effekten, da will ich jetzt nicht mehr länger drauf rumreiten. Das ist eine völlig logische Sache. Und dreh deinen Treble-Regler auf und traue dich immer den schwierigeren Weg zu gehen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gebe euch noch ein Beispiel hier. Ich gehe mal kurz schauen, dass ich nicht den Überblick verliere. Ich gehe hier mal in diese Position hier, dass ihr das sehen könnt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lauf lernen möchte auf der Gitarre, so etwas, ne? Eben wie dieses Paul Gilbert Pattern. Und es mit dem Front Pickup übe, mit einer Les Paul, dann klingt es so. Es klingt sehr weich. Und es lässt sich leichter spielen. Ist das gut? Ist das schlecht? Ja? Ich will aber den Treble Pickup hinten haben, weil ich genauer hören kann, was ich mache. Ne? Und vielleicht gehe ich sogar auf den Single Coil. Der ist noch bissiger. Und dann dämpfe ich das ab. Also nicht mit diesem Sound üben, ja? So, ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen. Ich drehe auch noch den Tonpulli zurück. Nur weil es leicht ist. Denn wenn du dann live spielen wirst, wird man dich nicht mehr hören. Also du, gerade wieder mal die Tage reingeguckt, als ich Rosanna gemacht habe, in viele Live-Aufnahmen von Steve Lukather und habe gesehen, wie oft er live hinten den Bridge Pickup verwendet. Einfach um durch diesen, lass mir das erklären. Vorne klingt es vielleicht schöner in einem Trio, aber bei Toto haben wir zwei mächtige Keyboarder, einen mächtigen Schlagzeug mit Bass, Mordsgesang von diesen Leuten und dann musst du dich mit der Gitarre noch durchsetzen. Und er hat fast das gesamte Konzert, die 2 Stunden, soweit ich es verfolgen konnte, auf dem Bridge Pickup gespielt, weil der durch den Mix schneidet. Okay? Also. Okay.
Was auch noch wichtig ist, in Bezug auf Sound und Spielen mit dem richtigen Sound, recherchiere, bevor du dich in den Kauf eines Verstärkers stürzt. Es gibt so viele unzählige Marken und Typen von Verstärkern und du solltest ein paar davon ausprobieren, bevor du dich entscheidest, welche du kaufst. Heute, in der heutigen Zeit, hast du die Möglichkeit, ein Gerät zu kaufen, beispielsweise so etwas wie den Helix oder ein XFX oder ein Neural DSP oder ein Camper Profiler. Und in diesen Geräten hast du so gut wie alles, was in der Musikgeschichte an Verstärkern, Boxen, Effekten, Mikrofonen auf den Markt gebracht wurde. Und du könntest vielleicht mit so einem Gerät beginnen und eine Menge Geld sparen und dann rausfinden, zum Beispiel, dass mein Lieblingsamp der Plexi Marshall ist. Und wenn ich live Rock und Blues spiele, dann würde ich auf einen Röhrenamp gehen, wenn ich diesen gewaltigen Sound haben möchte. Eben der klingt auch wie so ein Plexi, weil das ist mein Sound. Das habe ich durch dieses Gerät hier auch nochmal wesentlich besser erkannt und bestätigt bekommen. Denn du kannst eine, und glaub's mir, reine Erfahrung, was Sound angeht, so viele Verstärker gespielt und gekauft. Von Fender Twin über Engelverstärker, über den JCM 800, über Princeton Reverb, über jede Menge, ein Vox AC30 und so weiter. Und um letztendlich festzustellen, welcher zu meinem Spiel, zu meinem Geschmack und auch dazu passt. Und damit ich auch klinge wie ich selbst, ich brauche den passenden Verstärker. Und wir alle lieben Gitarreneffekte, aber versuche dich bitte nicht hinreißen zu lassen und zu viele davon zu kaufen. Ich kenne Musiker, die haben hunderte Pedals zu Hause herumliegen. Und am Ende spielen sie trotzdem den Tube Screamer, den Boss CE2 Chorus, einen 7-Band-Equalizer von Boss, haben das gleiche Jim Dunlop Wah-Wah auf ihrem Pedalboard, weil diese Sachen wie die Stratocaster, Telecaster und Paula sich doch am meisten durchgesetzt haben. Okay? Du solltest auf jeden Fall diesen Hightech-Geräten, die es heute gibt, die Möglichkeit geben, dort deinen eigenen Sound zu finden und nicht gleich vorneweg hier dir für viel, viel Geld Verstärker und Pedals zu kaufen, die im Grunde am Ende nur rumliegen. Punkt Nummer 9. Das zum Thema Sound können wir viel länger reden. Ja? Die Ziele in der falschen Reihenfolge verfolgen. Das ist also ein weiterer häufiger Fehler, den ich bei vielen Anfängern sehe, auch bei Fortgeschrittenen ist, der richtigen Reihenfolge einer Aufgabe zu folgen, ist für uns Gitarristen nicht immer so einfach. Ne? Du kannst ja die Passagen, die dir nicht so gefallen und die Sachen, die du zuerst lernen willst, lernen und die dir nicht gefallen, überspringen. Ne? Ein Beispiel dafür ist, dass als ich Gitarre lernte, auch mir Lieder ausgesucht habe und versucht habe, sie zu lernen, während ich sie spielte. Ne? Dann habe ich immer den Lieblingsteil des Liedes gelernt und dann den Rest des Liedes irgendwo ja, einfach so mal gespielt. Das ist natürlich nicht unbedingt optimal. Ne? Normalerweise sind auch die Teile, die ich sehr gerne habe in den Songs, auch die schwierigen und man braucht sehr viel Zeit, sie zu lernen. Was ich hätte von Anfang an tun sollen, und das kannst du auch verbessern, ist ein Akkord nach dem anderen, ein Riff nach dem anderen und ein Solo lernen, Takt für Takt. Ne? Man kann nicht laufen lernen, ohne zu lernen, wie man geht. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Und für uns Musiker ist dieses Muscle Memory, also diese Geschichte, dass die Bewegungen sich einprägen. Ne? Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel mit dem Rock'n'Roll-Bass-Thema. Das ist eingeprägt in die Muscle Memory. Das kann ich überall in jedem Tempo auf der Gitarre spielen. Und das habe ich erreicht. Das fühlt sich mühelos an. Das habe ich erreicht durch konsequentes Wiederholen und Üben, weil ich gemerkt habe, das ist etwas Wichtiges, was ich brauche. Und deswegen ist es viel besser, jeden Tag, und das solltest du als Anfänger gleich mitnehmen, wenn es darum geht, die Ziele in der richtigen Reihenfolge zu verfolgen, jeden Tag
deine halbe, dreiviertel Stunde konsequent zu üben, nicht dudeln, nicht auf dem Instrument herumspielen, als einmal in der Woche, keine Ahnung, eine Aktion zu machen von 6 bis 8 Stunden. Denn was das Wichtigste für uns ist, ist das Muscle Memory, also dieses Muskelgedächtnis erzeugt diese Beständigkeit. Und dann geht es. Dann kannst du so etwas spielen, egal wo. Und zwar locker. Und dann kommt gleich Stimmung auf, ne? Also, die Wichtigkeit ist, die Ziele in der richtigen Reihenfolge zu verfolgen, kann ich gar nicht hoch genug betonen. Überspring nicht die Sachen, die du lernst. Gehst Step by Step, Akkord, Riff, Lick, Solo, so vor und überfordere dich nicht, wenn du noch am Anfang bist, mit allzu schweren Sachen. Der Schlüssel ist Muskelgedächtnis, wenige Dinge extrem oft wiederholen. Und der letzte und zehnte Punkt, den ich heute habe, lautet, dass dein Musikgeschmack, die Musik, die du hörst, zu sehr einzuschränken. Das ist ein Fehler, den die meisten machen. Und es fällt ihnen schwer, ihn zuzugeben. Denn man will ja irgendwo, ja, auch seine Persönlichkeit in der Musik ausleben und so weiter. Und so wie ich das sehe, ist es mit Musik, es gibt nur gut und schlecht gespielte Musik. Das ist meine Einstellung. Also, wenn du etwas mit Liebe, Herz und Seele spielst, dann ist es völlig egal, was du machst. Alle Musik ist echte Musik. Musik ist an sich eine subjektive, extrem spirituelle Sache. Und jeder hat da einen unterschiedlichen Geschmack. Ja? Aber nimm dir doch die Art von Musik, die du hörst, nicht als Teil deiner Identität auf, denn das führt oft dazu, dass wir uns irgendwann nur noch einem einzigen Genre einordnen. Ich mag Blues und ich höre nur Blues. Okay, cool. Ist völlig okay. Ja? Aber jede Form von Musik hat uns etwas beizubringen, etwas zu lernen. Jedes Genre in der Musik ist ein anderer Dialekt einer Sprache, einer sehr komplexen Sprache, die uns Menschen alle verbindet. Und ich würde sagen, mach nicht den Fehler, nur einem Dialekt zuzuhören. Wenn du bereit bist, andere Musikgenres zu erforschen, kann es geschehen, dass du richtig tolle Dinge entdeckst und die Art deiner wirklich tief in dir drin Musik, auf die du am meisten ansprichst, auf die du energetisch und gefühlsmäßig in Resonanz gehst, verbessert. Ja? Früher hörte ich wirklich nur die Singer-Song-Geschichten. Also, weil zu Beginn, als ich mit der Gitarre losgelegt habe, wollte ich singen und mit der Gitarre begleiten. Entweder mich oder andere Musiker. Das war mein Erstziel. Mein Ziel war, als ich mit der Gitarre angefangen habe, nicht das Gitarrensolo von For the Love of God von Steve Vai zu lernen oder Eruption von Van Halen. Das kam Jahre später hinzu. Ja? Das war auch meiner Meinung nach auch für mich der genau richtige Weg. Das ist das, was bis heute von den Menschen, für die ich Musik mache, am meisten gehört wird. Und das ist Begleitung mit der Gitarre und Gesang und das Lied rüberbringen. Da ist noch nie einer gekommen und hat gesagt, Horst, spiel mir ein 5 Minuten Gitarrensolo. Ja? Oder spiel mir den Riff von Iron Maidens Run to the Hills, während ich vorher zum Beispiel ein Lied gespielt habe wie Your Song von Elton John. Okay? Nur so als Beispiel. Okay? Was mir jedoch wahnsinnig viel gebracht hat, war offen zu sein. Liegt an meiner Prägung.
Die Eltern, meine Mutter und Oma waren in der Kirche, haben sehr viel Kirchenlieder gesungen und gespielt und gehört. Mein Vater hat Tuba gespielt. Er war auf der wirklich, wirklich tiefen, von der böhmischen Musik bis zu den Oberkrainern, war das wirklich das, was ihn am meisten berührt hat, also die volkstümliche Musik, die auf einem Wahnsinnslevel gespielt wird. Das unterschätzen viele. Meine Schwester war die Pop-Musikerin mit ABBA, Beatles und so weiter. Und mein Bruder war der Rock'n'Roller. Er brachte Elvis ins Haus, er brachte die Rockmusik rein. Durch ihn habe ich überhaupt die Gitarre erst in die Hand genommen. Und diese Melange hat dazu geführt, dass ich sehr offen war. Dann komme ich an einen Gitarrenlehrer ran, der ja, mir in den ersten Stunden erzählt von Leuten wie George Benson, Billy Gibbons, Carlos Santana, Eric Clapton, Jimi Hendrix. Und bei mir, in mein Gehirn ist förmlich explodiert von der Musik, die er mir vorgestellt hat. Von Jazz-Rock-Musikern wie Lee Ritenour, Pat Metheny, Gino Vanelli, Chaka Tak, Mezzo Forte, übergehend zu Blues-Ikonen, die Heiligen Drei Könige, Albert, Freddie und B.B. King, übergehend dann in die Rockmusik eines Ritchie Blackmore und dann ein Eddie Van Halen mit einem riesen, riesen Impact auf mich. 80er Jahre, Yngwie Malmsteen, Joe Satriani, Steve Vai, diese Explosion, Paul Gilbert an Rock-Gitarristen, die uns so viel gebracht haben, Steve Morse und so weiter. Die Liste ist endlos. Jeff Beck, ja. Und da schlägt mein Herz, ne? Und ich war offen. Und dann hörte ich plötzlich Aldi Meola. Aldi Meola, das war Wahnsinn, diese Paco de Lucia, diese spanischen Gitarristen, die haben so einen gewaltigen Impact auf mir hinterlassen, dass ich wirklich, wirklich mich da auch reingekniet habe. Also, behalte diese Offenheit. Das zum Thema, schränke dich bitte nicht ein, was den Musikgeschmack angeht, sei offen. Also wie du sehen kannst, zum Finale hin, betreffen die häufigen Probleme oder Fehler, die wir vielleicht instinktiv und unbewusst erkennen, aber uns nicht immer dran halten. Das ist der Punkt, ne? Sehr viele psychologische Aspekte wie auch physische Aspekte des Musikspiels. Und der letzte, für mich auch wichtige Punkt, an den ich dich erinnern möchte, ist, dass Geist und Körper eins sind. Was und wie du spielst, widerspiegelt oft den Zustand deines Inneren. Wenn du dich angespannt fühlst, klingst du angespannt. Wenn du in Eile bist, klingst du gehetzt. Denn in der Musik geht es letztendlich darum, auszudrücken, was wir fühlen und dieses Gefühl mit den Menschen, die uns zuhören, teilen. Mit all dem im Hinterkopf ist es vielleicht wichtig, sich nochmal daran zu erinnern, dass der beste Weg, sich mit Musik zu verbessern, darin besteht, mit der Musik eine gute Zeit zu haben. Von Anbeginn, von meinem ersten Auftritt war das wichtig und es wird bis zum letzten so bleiben. Deswegen bleibe immer positiv. Genieße deine Übeinheiten. Ich genieße es. Für mich ist Üben auf dem Instrument etwas Entspannendes. Es ist wie Meditation. Und vor allen Dingen genieße das Lernen und am Ende deine Auftritte. Ja? Das ist das, was ich dir wünsche. Und am Ende des Tages, es ist auch wieder nur Musik. Behalte das, was dich zum Instrument gebracht hat, die Spielfreude und der Spaß. Das waren die 10 Punkte und die häufigsten Denkfehler vielleicht, die du vermeiden kannst, über die du nachdenken kannst, um deine Leistung, Performance auf der Gitarre Hashtag dich verbessern, besser zu werden. Das ist das, was ich dir wünsche. Jetzt gucke ich kurz in den Chat rein. Ich weiß, der eine oder andere denkt, der Horst macht hier so lange Videos und holt so tief aus. Nun, ich meine, so, mein Gedanke ist der, dich an meiner inneren Gedankenwelt teilhaben zu lassen, bedeutet mir sehr viel. Und dich wirklich darauf hinzuweisen und etwas zu vermitteln, also wirklich
dem Zuhörer eine neue Sichtweise zeigen, ihm helfen zu reflektieren und in kleinen Schritten zu lernen. Das ist das, was mich antreibt. Und diese Dosis, die kann man nicht immer in ganz kurzen Einheiten konkret vermitteln. Man könnte hier noch viel, viel mehr reden. Ich habe noch einige Punkte, die euch sicher noch zum Lachen bringen werden. Die gehe ich im Schnellverfahren durch. Ihr kennt das ja. Rapid Fire gegen Ende dann. Ne? Aber danke. Ich danke dir, wenn du dir das im Nachhinein anschaust, für die Zeit, die du dir nimmst. Ne? Das zeigt mir, dass du ernsthaft an diesem Thema interessiert bist, an der Liebe zur Musik, dass du mit Herz und Seele dabei bist. Okay? Danke, Jam-Ecke. Herzlichen Dank. Süß. Süß. Vielen Dank für die Spende. Super. Ja, schön. Dankeschön. Genau. So wie Markus hier schreibt, professionelles Equipment bedeutet heute nicht mehr, dass es teuer sein muss. Da hat man viel früher für den Sound, den ich heute erzeugen kann, viel, viel mehr Geld ausgegeben. Also leben wir hier auch nicht nur in einer sehr, sehr guten Zeit. Das ist wahrscheinlich die beste aller Zeiten, was das Thema angeht. Dankeschön, Rüdiger Erli. Im 30-Tage-Kurs bin ich jetzt bei Tag 21 nach 1,5 Jahren. Gratulation auch von mir. Das ist eine Mega-Leistung und es funktioniert super. Sehr, sehr gerne. Das Feedback ist mir sehr, sehr bedeutend, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, natürlich. Also ein ganz wichtiger Punkt, Andi, ist, den du hier ansprichst, ist die richtige Handhaltung. Und vielleicht kann ich das folgendermaßen noch konkretisieren. Die richtige Handhaltung entspricht auch der richtigen Gitarrenhaltung. Und hier müsst ihr für euch Lösungen finden, dass ihr bequem spielen könnt. Ihr könnt die Gitarre links halten, dann, wenn ihr sie links haltet, habt ihr mehr die klassische Gitarrenhaltung. Ihr seht schon, dass dann der Hals nach oben geht. Also du kannst alles spielen, auch in dieser Haltung, wunderbar. Aber wenn du live mit deiner Band spielen wirst, es sei denn, du sitzt auf dem Stuhl, wirst du wahrscheinlich eher die Gitarre vom rechten Bein haben. Wieso? Außer wenn du klassische Gitarre spielst. Im Grundkurs gehe ich sehr detailliert auf dieses Thema ein und ich rate dir, mein Barré-Video nochmal anzuschauen, damit dieses Video heute nicht ins Unendliche sich hineinsteigert. Wichtig bei der Gitarrenhaltung ist, es muss bequem sein. Bequem heißt nicht, dass du unbedingt den bequemsten Sessel oder Stuhl haben sollst oder auf dem Sofa rumlümmelst beim Üben, sondern bequem bedeutet, es muss für dich spielbar sein. Ja? Wenn du jetzt auf hierhin wechselst, dann siehst du schon die Haltung der linken Hand. Ist für hier nicht so weit weg. Ja? Du hast keine Spannung in der Schulter. Auf der anderen Seite hast du vielleicht, wenn du die Gitarre hier hast, Möglichkeiten hier sehr, sehr sauber zu üben. Meine Regel ist ganz einfach. Wechsel die Positionen, mach's dir bequem, je nachdem, wo du dich auf der Gitarre und wo du unterwegs bist. Und spiele nicht eine Stunde oder länger am Stück. Ich sitze jetzt schon eine Stunde, das ist schon viel zu lang. Ich stehe alle halbe Stunde auf und bewege mich ein bisschen, stretche mich ein bisschen, bringe das Blut zum Laufen. Und Schmerzen bedeutet ganz klar, dass du einen dieser Punkte hier missachtest, dass du mit zu viel Druck und Spannung spielst. Und das darf nicht der Fall sein. Egal wie schwierig ein Akkord ist, die Hand kommt auf der Gitarre, wie bei Millionen anderen Gitarristen, an einen Punkt, wo sie völlig entspannt und schmerzfrei das abliefern kann.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Hab mir einen Schnappfinger zugezogen durch zu viel Übungen. Ein Schnappfinger entsteht auch nicht nur durch zu viel Übungen, sondern durch zu viel Kraft und Spannung, die man dafür aufgewendet hat. Das ist natürlich schon eine heftige Sache, aber man kann das wieder wegbekommen. Also gerade habe ich gelesen, die Tage, dass Steve Vai einen Schnappfinger hatte. Und wisst ihr, was er gemacht hat, obwohl er 50 Jahre Gitarre spielt und einer der besten Gitarristen der Welt ist? Er hat irgendeinen sehr, sehr schwer zu greifenden Akkord 20 Minuten gehalten. Er gibt selbst zu, das war idiotisch, das war ein Fehler. Und er musste vor einer Woche, wenn ich es richtig weiß, operiert werden, damit, weil er auch so einen Schnappfinger hatte, damit dass ich nochmal, ich hoffe, dass er sich wieder komplett erholt. Also, lange verharren in einer Position. Mit zu viel Druck und zu viel Kraft spielen ist wirklich ein Thema, das uns alle betrifft. Genau. Nach längerem Greifen von Barré-Griffen. Schau dir bitte mein Barré-Video an. Ich werde es unter diesem Video verlinken. Ja, das ist das Covey schreibt hier. Beim Wechseln der Akkorde schwingen immer die vorherigen Saiten nach. Ist der Druck immer noch zu hoch? Nein, das ist ja einer der weiteren. Ich hätte die Liste nochmal um 10, vielleicht erweitere ich sie nochmal um 10 Punkte. Dann geht es ums Abdämpfen. Ja. Auch das im Grundkurs gehe ich da im Detail drauf ein. Schau dir das bitte an. Geht alle noch durch meinen Grundkurs. Es ist sehr, sehr hilfreich, was ich dort euch zeige. Okay? Ja, Long Train Running habe ich gespielt, genau. Ja. Genau. Kopinchen, ganz liebe Grüße von mir und herzlichen Dank für deine wunderschöne E-Mail, die du mir geschrieben hast. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, dir im Detail zu antworten, aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Herzlichen Dank. Den Link für das Metronom, ich werde den Link unter diesem Video später im Laufe des Tages verlinken und dann könnt ihr euch das Metronom runterladen. Es ist kostenlos. Genau. Daumenarthrose. Oh mein Gott. Ja. Arthrose ist meistens der Fall bei zu viel Kraft in den Händen für das Ausführen von Tätigkeiten und monoton gleichbleibende Tätigkeiten ohne Rücksicht auf die Schmerzen, die man dadurch entwickelt. Da reiben irgendwann die Gelenke aufeinander, weil die Gelenkflüssigkeit verbraucht ist. Und das ist etwas ganz, ganz Schmerzendes. Und wenn du das mal hattest, wow, wenn du da nochmal rauskommst, dann hast du wirklich was erreicht. Genau. Metronom online, dann findest du das. Danke, Kopinchen. Roland schreibt, unser Drummer spielt so präzise. Da kann selbst ich als schlechter Rhythmiker nicht anders, als in Time zu spielen. Sei froh, sei wirklich dankbar und gib dem Mann mal von mir ein Bier aus und sage ihm einen ganz lieben Gruß. Das ist ein Geschenk. Ein präziser Drummer ist ein Geschenk. Ich bin beim Spielen so pingelig, wenn es um Schlagzeug geht, wenn wir Lieder spielen. Ich muss es immer wieder bringen, das Beispiel wie Rebel Yell. Wenn der Schlagzeuger dieses Tempo nicht halten kann, auf die Länge von 6 Minuten bei diesem Song, da wirst du als Gitarrist und Sänger wirklich, wirklich geplagt. Ne? Wenn er langsamer wird oder wenn er schneller wird. Also ein guter Drummer, boah, das ist ein Geschenk. Genau. So wie Roland schreibt, Wissen über Musiktheorie schadet überhaupt nicht. Ne? Ganz, ganz wichtig. Ich werde für die Unterstützer und für alle Patreons das nochmal ein Textdokument fassen, sodass ihr auch einiges nochmal nachlesen könnt. Genau. Super Chat, herzlichen Dank. So, jetzt zum Finale hier nochmal 5 Minuten, einige Punkte zum Spaß für euch. Lass ich nochmal Revue passieren. Und wenn ihr wollt, dass ich über diese Punkte, die jetzt kommen, noch was in anderen Videos sage, dann werde ich, wenn ihr das wollt, Kurzvideos drehen, offline, so Videos höchstens 10 Minuten zu den einzelnen Themen und dann nochmal im Detail was dazu sagen.
hier noch einige Fehler, die ich selber gemacht habe, aufgeschnappt habe über die Jahrzehnte und ich bin sicher, der eine oder andere wird jetzt Spaß haben. Ne? So, beginnen wir bei kein richtiges Gitarren-Setup haben. Ja? Was heißt das? Heute ist es ganz, ganz einfach, ein richtiges Gitarren-Setup aufzubauen durch ein bisschen Recherche und mit der Möglichkeit dieser digitalen Prozessoren kannst du dir ein Guitar-Rig aufbauen. Du musst nicht zig Verstärker, hunderte Pedale testen und dann am Ende einen Rausch, eine Rauschorgie auf der Bühne haben, ein Lärmfest und keiner weiß mehr, warum an dem Abend es so schlecht geklungen hat, weil eines deiner Pedale plötzlich ein Problem hatte. Ne? Also kein richtiges Gitarren-Setup, das ist heute keine Ausrede mehr. Die Gitarre, die du dir kaufst oder spielen möchtest, vorher nicht hörst und nicht gespielt hast. Oder zumindest ein baugleiches Instrument vorher spielen, bevor du es kaufst. Haben wir alle schon gemacht, habe ich gemacht. Diese Gitarren sind ganz selten bei mir geblieben. Denk drüber nach. Keine gute Gitarre kaufen, Fehler. Nicht gut. Kann ich nicht empfehlen. Ja. Auf keinen Fall. Weg damit. Dann die Saiten nicht regelmäßig wechseln. Ne? Manche haben Saiten 2, 3 Jahre auf der Gitarre speckig, ranzig, schwarz, dreckig. Viren, Bakterien, Müll, das, du langst dir unbewusst 50 bis 100 Mal am Tag oder noch mehr ins Gesicht, wenn ich die Statistik richtig kenne. Also wechsel bitte auch die Saiten und reinige deine Gitarre. Ne? Bitte, bitte reinige sie regelmäßig, alle paar Tage, kurz mal drüber wischen. Das tut deine Gesundheit gut. Die falsche Art von Saiten verwenden. Was heißt jetzt die falsche Art von Saiten? Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, aber mit falsch meine ich, wenn du eh schon Riesenschwierigkeiten hast, einen Barré-Akkorde zu greifen und du stellst fest, du spielst hier mit 12er Saiten auf deiner Akustikgitarre, dann wechsel doch bitte mal auf 10er Saiten und lass dich überraschen, was passiert. Ja? Oder nicht nur das, du kannst auch die Gitarre tiefer stimmen. Stimm sie mal auf S oder D und dann spielt sie sich auch leichter. Neue Saiten beim Aufziehen nicht dehnen. Das ist ein Profi-Tipp. Die Saiten aufziehen, habe ich auch ein Video zugedreht, und dann dehnen, kurz vordehnen, aber natürlich nicht mit Gewalt, ja, sondern vordehnen, dann ist die Stimmung der Gitarre schneller stabil. Die Mechanik, ihr dürft ruhig lachen oder sagen, ja, genau so habe ich es gemacht. Die Saite falsch rum aufziehen, ne? Statt von innen nach außen, von außen nach innen. Und dann auch noch falsch rum aufziehen, so von unten nach oben, sodass die Saite irgendwann oben am Tuning-Pack runterspringt. Na? Also. Und dann die Mechanik natürlich in die falsche Richtung drehen. Haben wir alle schon gemacht. Na? Beispielsweise etwas, was viele machen, ist, Schüler beginnt bei mir zu spielen und ich sage, stimm bitte deine Gitarre. Niemals zu spielen beginnen, egal wo du dich befindest, ohne das Instrument zu stimmen. Ob es vom Üben ist, vom Live-Spielen, bevor du irgendwas auf der Gitarre machst, stimm sie. Sie ist, einmal klingt sie besser und sie verstimmt sich immer. Immer wieder. Die Gitarre bleibt nicht stabil, ihr stimmt. Dann natürlich die Gitarre falsch halten. Mit falsch halten meine ich, dir Haltungen anzugewöhnen, die unbequem sind. Spiele E-Gitarre immer mit dem Gurt. Lass sie am Gurt. Gewöhn dir das an, dass du jederzeit aufstehen kannst und im Stehen spielen kannst. Und dann, wenn du aufstehst, dass deine Gitarre dann, ne, in der gleichen Höhe in etwa, ja, sie geht jetzt natürlich ein bisschen höher, wie du siehst, aber in der gleichen Höhe bleibt. Dann, wie ich vorhin in den 10 Punkten erwähnt habe, auf dem Bünden statt hinter dem Bünden rumdrücken. Nächster kleiner Fehler, der immer wieder kommt, ist ungeduldig sein. Ne? Zu schnell. Zu viel wollen. Die Balance zwischen dem Erlernen neuer Dinge und dem Üben alter Dinge halten. Ja? Also eine Balance heißt, du kannst immer wieder auch deine alten Sachen spielen, weil sie dir Spaß machen. Ja? Aber eine Balance finden, dass die Mehrheit deiner Übereinheiten sich mit neuen Dingen beschäftigen und dass du dir die notwendige Zeit nimmst, die richtig zu lernen. Ich würde sagen, 80% üben, lernen der neuen Sachen. Und 20% üben alte Dinge, die du dann schon kannst. Ne? Eine Prioritätenliste. Was muss ich überhaupt nicht üben, weil ich schon 100% kann? Was muss ich immer wieder mal wiederholen, damit ich es nicht vergesse? Und was muss ich wirklich üben, weil ich es noch nicht kann? Die Gitarre nicht reinigen, das habe ich vorhin schon gesagt.
dann keine Aufmerksamkeit geben bei einer teuren Gitarre, die du gekauft hast, nehmen wir an, eine Paul Reed Smith, und dann feststellen nach einigen Auftritten, du hast mit deinem Gürtel und dem Reißverschluss deiner Jeans hier Kratzer bis ins Holz hinten reingezogen. Damit musst du dann leben. Das ist nämlich der nächste Punkt. So ging es mir. Mein erster Kratzer tat so weh in meiner Blade. Nach ein paar Jahren sah man das Holz unterm Lack hervorschauen. Ne? Also, und dann dich zu sehr belasten, wenn der erste Kratzer in deiner Gitarre auftaucht. Auch das ist ein Fehler. Du wirst dich daran gewöhnen. Man kann es halten, wie man will, aber Fender hat uns ein bisschen diesen Stress mit den Kratzern genommen, als sie anfingen, die Relic-Gitarren zu bauen, die schon von Haus aus na, verkratzt und alt aussehen. Ne? Dann ein nächster kleiner, aber immer wichtiger Punkt ist, keinen Gitarrenständer benutzen. Ich habe hier so viele Gitarrenständer. Hier hinten stehen zwar hier links Nummer 3. Überall bitte Gitarrenständer, die Gitarre draufstellen. Nicht unbedingt immer sie an die Wand hängen. Auch das erzeugt ein bisschen Stress im Holz. Und wenn du sie nicht benutzt und sie nicht auf den Gitarrenständer stellst, pack sie im Koffer und lass die Gitarre nicht Monate, jahrelang rumstehen. Sie vertrocknet, sie geht kaputt. Ne? Pack sie weg. Ganz wichtiger Punkt, ihr dürft lachen, Barré-Akkorde vermeiden. Ne? Wenn du dir bitte, schau dir das Video über die Barré-Akkorde an, das ich gemacht habe, und dann wirst du überhaupt keinen Stress mehr haben mit diesen. Überhaupt keinen Stress mehr mit diesen Barré-Akkorden haben. Ne? Dann der Versuch, natürlich zu schnell Fortschritt zu machen. Und wichtiger Punkt, immer wieder mit anderen vergleichen. Ja? Mach's nicht. Lass es. Vergleich dich immer mit dir selbst. Natürlich schau dir die Top-Leute an, lerne von denen, lass den Vergleich mit denen, du bist du, und vergleich dich immer mit deiner Version. Nimm dich oft auf, um zu hören, wie habe ich mich nach weiteren 4 Wochen verbessert. Den Fortschritt, den du machst, nicht mit anderen vergleichen. Wir sind Individuen. Ja? Sich permanent neue Hardware zu kaufen, also mit Hardware meine ich alles. Amps, Pedals, Multi-Effekte, Gitarren, Zig-Gitarren, statt zu üben. Immer wieder neues Equipment, aber doch nimm das, was du hast. Ne? Spiele und übe damit, und wenn ein paar Jahre vergangen ist, kannst du upgraden. Aber sich permanent nach neuer Hardware umzuschauen, statt zu lernen, ist auch eine Form von, ja, Mini-Fehler, würde ich sagen. Weniger für die Kaufleute, aber für deinen Geldbeutel. Alternate Picking. Ja, das nicht üben. Sodass du hier. Na, also Wechselschlag trainieren. Alternate Picking nicht als Technik einsetzen, das wäre ein großer Fehler. Inkonsistentes Üben, haben wir vorhin besprochen. Und dann ganz wichtig, dieses Verzetteln. Immer aus mehreren Quellen gleichzeitig lernen. Ja? Oh Gott, ja, ich muss mir jetzt noch 30 Videos von dem anschauen, und dann weiß ich, wie es geht. Und dann nochmal, ich habe 150 Kanäle in meiner Playlist. No, finde einige Quellen und bleib bei denen und verzettel dich nicht. Ne? Dann sich als Anfänger oder teilweise Fortgeschrittene sich hinter der Gitarre verstecken. Was meine ich damit? Sie nicht verwenden, um live zu spielen. Ja? Also mit live meine ich, und wenn es nur deine Freundin oder dein Freund ist oder vor der Familie, vor Freunden, einfach die Gitarre nehmen und vorspielen. Das bringt dich garantiert auf einen neuen Level. Okay? Und immer ein Ziel im Kopf haben. Nächster Punkt. Gitarre spielen ohne Ziel ist wie, ja, genau, ihr wisst schon, was ich meine. Unterricht, ganz wichtig, von ineffektiven Gitarrenlehrern nehmen. Was heißt denn das jetzt? Ne? Gitarrenlehrer, die zwar studiert haben, aber nie in der Praxis waren. Als ich zum Beispiel in einer Band
vorgespielt habe, war schon Gitarrist da. Ich wollte unbedingt die Band rein, habe dann gesagt, okay, dann spiele ich Bass. Ich übernehme den Basspart. Ich komme dann hin. Der studierte Gitarrist war nicht vorbereitet, konnte seine Parts nicht und hatte überhaupt keine Live-Erfahrung. Ich habe vorher jahrelang hunderte Gigs gespielt. Ich hatte also eine Live-Erfahrung und ich betrachte mich deswegen aus meiner Live-Praxis von tausenden Auftritten, betrachte ich mich selbst als jemand, der die Essenz vermitteln kann dessen, was wichtig ist da draußen. Und nicht nur basierend auf gelernten theoretischen Grundlagen dann das Wissen reinpacken, was ineffektiv ist. Ja? Das macht einen großen Unterschied. Also schau immer, wenn du einen Gitarrenlehrer findest, hat er Praxis, hat er Live-Erfahrung, kann er aus der Live-Erfahrung her mir das beibringen, was wirklich zählt. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Dinge tun, die du bereits kennst, das kannst du lassen. Und ganz wichtig, die Handgelenke beider Hände, das macht dir es viel, viel leichter beim Üben und Lernen und beim Vermeiden von Schwierigkeiten, Problemen mit deinen Händen, ist die Handgelenke während des Spielens blockieren. Das betrifft, wenn du Wechselschlag spielst, dass du sowas machst, ja, aus dem ganzen Unterarm. Nee, das ist ein. Natürlich bewegt sich das ganze System, aber es ist eine lockere Bewegung. Und das Gleiche gilt für die linke Hand, locker bleiben. Und natürlich das Lernen, das ist auch etwas, das Ignorieren, wie man Sound richtig abdämpft auf der Gitarre, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, um dein Spiel zu verbessern. So, das waren noch einige Fehler. Ich denke, heute war für jeden was dabei. Okay. Danke euch, ihr Lieben. Vielen Dank. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich hoffe, ihr konntet hier nochmal intensivst mit mir zusammen durch das Thema gehen. Das war mir wichtig. Ich bin nicht der Mensch, der dir hier 10 Punkte vorliest von einem Blatt und dir dann seine Gedanken, seine Erfahrungen nicht mit dir teilt. Das gibt es bei mir nicht. Deswegen war es mir wichtig, auch wenn das Video jetzt 1,5 Stunden ging. In diesem Sinne, mach deine eigenen Erfahrungen. Lass dich ja nicht in irgendeiner Art und Weise durch das hier von deiner Spielfreude, von deiner Liebe abbringen zur Gitarre und zur Musik. Das ist das, was ich dir wünsche. Ich hoffe, du konntest ein klein bisschen besser werden. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch auf meinem Kanal. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, wäre es ganz toll. Ich würde mich so freuen, wenn ich dieses Jahr die 50.000 Abonnentenhürde nehmen würde. Das wäre ganz toll auf dem Weg zu dem silbernen Knopf, den man bei 100.000 bekommt. Ich würde mich sehr freuen, das hilft. Na, also Bekanntheit des Kanals hilft sehr. Also Daumen hoch oder wie du magst. Ne? Wichtig ist, hinterlassen Abo, falls du es noch nicht getan hast. Läute die Glocke, dann wirst du informiert, wenn ich wieder live bin. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir jetzt schon viel, viel Freude beim Üben und beim Lernen und lass es dir wirklich, wirklich gut gehen mit deiner Musik und deinem Instrument. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße an euch alle.